Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, es gibt keine tägliche Routine, denn ich nehme diese Folge gleich im Anschluss auf zur letzten Folge. Denn ich habe mir gedacht, ich zeige euch, wie in der letzten Episode angekündigt, wie das mit den täglichen Aufgaben aussieht. Und dann werden wir uns noch überlegen, wie wir das zukünftig handhaben werden mit den täglichen Aufgaben. Denn ich möchte schon täglich immer wieder diese 5 Gold mitnehmen. Denn ihr wisst, für 25 Gold können wir uns eine neue Fähigkeit oder einen neuen Helden kaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht mache ich das dann immer offscreen, dass ich nachträglich nochmal denselben Schurken-Miniboss besiege, den ich in der Episode besiegt habe, die ich aufgenommen habe. Sowas in der Richtung wird es sein. Und natürlich spreche ich auch wieder an, ladet mich ein. Ihr wisst noch, wie in der letzten Episode, da hat sich nichts geändert. Ich nehme direkt wieder auf. Das ist der Verbündeten-Code. Dann kann ich eure Helden einsetzen und ihr meine. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt in dieser Episode. So, im Laden gibt es auch nichts Großartiges zu tun. Wie gesagt, das ist der direkte Anschluss, es hat sich nicht viel geändert. Deswegen springen wir mal direkt rein und ich werde jetzt ein bisschen was erzählen dazu, wie das mit den Heldeneinsätzen funktioniert von anderen Spielern. Und die letzte Folge und diese Folge sind am gleichen Tag released, also am selben Wochenende. Das heißt, denkt dran, Montag ist der letzte Tag. Am Montag muss ich mich entscheiden, welchen Avenger ich nehme. Das heißt, ihr habt bis Samstag oder bis Sonntag. Ihr habt bis spätestens Sonntag Zeit, mir reinzuschreiben, welchen Avenger ich wählen soll. Damit ich dann bei der Aufnahme am Sonntag mich für einen Avenger entscheiden kann. Nee, damit ich mich bei der Aufnahme am Montag für einen Avenger entscheiden kann. So rum. Also schreibt es bis Sonntag rein. Montag bei der Aufnahme entscheide ich mich dann für einen Avenger. So, Kapitel 1, Mission 2. Wir setzen fort. Das ist der nächste Miniboss. Stufe 2 Mysterio, den werden wir jetzt mal vermöbeln. Ihr seht, er ist ein Infiltrator, das heißt, wir nehmen am besten irgendeinen Prügler mit. Außerdem sollten wir aufpassen, sollten wir Infiltratoren mitnehmen, damit wir Taktiker besiegen können. Aber wir sollten aufpassen und keinen Vernichter mitnehmen, denn Taktiker sind gut gegen Vernichter. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Prügler und einen Infiltrator. Und natürlich wie immer ein Tank. So, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Infiltrator. Jetzt gucken wir, dass wir noch einen Prügler finden. Das letzte Mal hatten wir den guten Drax mit dabei. Dieses Mal nehmen wir den guten Commander Raj Pavan mit, denn der hat Iron Fist. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Iron Fist, beziehungsweise von Power Man und Iron Fist. Darum freue ich mich riesig auf dieses Team. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal in diesem Let's Play erwähnt habe. Ich möchte gerne Iron Fist und Power Man irgendwann mit meinem Team haben, also Luke Cage und Iron Fist. Nach dieser Episode bin ich auch fast so weit, wie ich war, als mir die Aufnahme abgeschmiert ist das letzte Mal. Deswegen ist alles, was großartig danach kommt, blind für mich. Also diese Episode noch und die nächste Episode. Dann ist alles, was danach für mich kommt, blind. Also freut euch schon mal darauf. Jedenfalls, ihr seht, wir haben einen Prügler, um eben dem hier ordentlich unsere Meinung zu sagen. Und außerdem haben die beiden eine grandiose Synergie. Wie das aussieht, werde ich euch zeigen. Ich wollte aber das Teamwork-System ansprechen. Teamwork-System bedeutet, wenn ich hier draufklicke, wir müssen für jeden Kampf einen Anführer haben, einmal Front und maximal 3 Reserven. Das sind unsere 5 Charaktere, für die wir uns entscheiden. Aber Teamwork ist immer ein Charakter von einem anderen Spieler und wir müssen immer einen Charakter eines anderen Spielers mitnehmen. So, ihr seht, momentan ist kein Charakter für mich verfügbar, den ich in der Freundesliste habe. Das hier wäre unsere Freundesliste, wenn wir Charaktere in der Freundesliste hätten. Ich habe zwar einen in der Freundesliste, aber der hat keinen Charakter oder kein Level, der für uns momentan relevant ist. Deswegen kann ich ihn hier nicht wählen. Es sieht folgendermaßen aus. Wenn ich euch in der Freundesliste habe, dann sehe ich Commander euren Namen. Und wenn ich euren Charakter auswähle, während ihr in meiner Freundesliste seid, kriegen meine Charaktere diese passive Fähigkeit. So, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, Commander Raj Pavan wärt ihr
Und ihr hättet Iron Fist und ich würde euren Iron Fist auswählen, dann würden meine Charaktere für diesen Kampf 10% mehr Verteidigung und Tempo bekommen. Außerdem würden wir nicht einfach nur 125 Silber bekommen, sondern das Doppelte, also 250 Silber. Der Vorteil für euch wäre, wenn ihr wiederum, wenn ich euren Helden einsetze, dann kriegt ihr auch 250 Silber. Ich glaube 125 oder 250 Silber. Ihr kriegt auf jeden Fall auch Silber dafür, wenn ich euren Helden einsetze. Andersrum genauso, wenn ihr meinen Helden einsetzt, dann habt ihr den Bonus von meinem Helden. Und ich bekomme Silber dafür, dass ihr meinen Helden eingesetzt habt. Der Held, der hier erscheint, in dem Fall Iron Fist, ist immer der Anführer im Team. Das heißt, wenn ihr mich in der Freundesliste habt, würdet ihr meinen Luke Cage einsetzen können. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für euch. Deswegen ladet mich ein, schreibt mir in die Kommentare oder ich lade euch ein, wenn ihr mir euren Verbündetencode in die Kommentare schreibt. Und dann werde ich zukünftig eure Helden einsetzen und ihr könnt meine Helden einsetzen. So wird das zukünftig vonstatten gehen. Wir starten hier. Es sind 3 Wellen. Der Gegner hat Kampfstufe 2, also er ist Level 2. Wir haben nur Level 1 Helden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Auf geht's. So, ihr habt schon gemerkt, in der letzten Episode habe ich nach dem ersten Miniboss abgebrochen. So mache ich das immer. Ich mache immer eine Stage und Miniboss und breche das Ganze dann ab. In dem Fall beginnt das Let's Play sogar mit einem Miniboss. Dazwischen kommt eine Stage und dann kommt der Endboss. In dem Fall mache ich das aber so, dass ich den Miniboss und den Endboss in eine Episode packe. Wie ich das zukünftig machen werde, muss ich mir noch überlegen. Aber ich denke, das ist in dem Fall ganz gut so. Wir greifen wieder mit Phantomschlag an. Ihr wisst ja schon, wie das läuft. Immer auf den Gegner, der schwach ist. Wir sind leider verwundet. Und der Gegner jetzt alarmiert. Dieser Iron Fist hat die Fähigkeit regenerieren. Regeneriere eine große Menge Gesundheit. Geht auf einen Helden unserer Wahl. Das ist klasse. Und außerdem können wir mit die eiserne Faust angreifen. Macht 50% mehr Schaden, wenn der Gegner einen taktischen Debuff hat. Und das hier regeneriert eine kleine Menge Gesundheit. Die machen wir gleich mal auf den guten Vision. Ihr seht, die Verteilung ist klar. Wir haben einen Tank, einen Charakter, der Schaden macht und einen Charakter, der heilt. So, es ist ja auch immer eine Überraschung, welche Fähigkeiten die Charaktere haben. Denn wir wissen ja nicht, welche Fähigkeiten dieser Commander mit seinem Iron Fist hatte. Wir greifen mal an, und zwar mit Phantomschlag. Denn hier steht, erhöht Fernkampfschaden um 40%, wird entfernt bei Beschädigung. Wir haben momentan, wo können wir das sehen? Hier, wir haben momentan diesen Buff nicht aktiv. Ich möchte aber erst einmal physisch angreifen, damit wir nämlich unseren Fernkampfschaden um 40% erhöht haben. So, Luke Cage soll auch bitte mal in den Kontermodus gehen. Während Iron Fist dafür sorgt, ich würde mal sagen, ja doch, weiterhin dafür sorgt, dass alle Helden volle Gesundheit haben. Und Luke Cage darf auch gleich mal angreifen, nämlich auf ihn hier. Zack, 136 Schaden, Bonusschaden, weil er ja im Verteidigermodus ist. Und er kann auch immer noch kontern. Grandios. Und ihr merkt schon, mittlerweile macht es mehr Sinn, einen Charakter wie Luke Cage dabei zu haben, denn wir können mit Chi-Heilung die Lebenspunkte unserer Charaktere immer oben halten. Damit macht ein Tank richtig, richtig viel Sinn. Der Gegner ist schwach für unsere Angriffe. Und außerdem ist unser Nahkampf, ist unser Fernkampfschaden um 40% verstärkt. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Scharf schießen erhöht Fernkampfschaden um 40%. Und deswegen machen wir jetzt Augenstrahlen in sein Gesicht. Das war's für ihn. So, der soll ruhig alle angreifen. Wir sind immer noch im Kontermodus. Und Iron Fist kann auch weiterhin heilen.
Dann sagen wir doch mal kurz Hallo. Faust sagt seinem Gesicht Hallo. Grandios. Ich bin zufrieden mit unseren Helden, muss ich sagen. Mir gefallen diese Helden sehr, sehr gut. Wir lassen noch mal kurz Vision heilen. Ihr seht, wie mächtig es ist, wie wichtig es ist, einen Heiler mit dabei zu haben. Und außerdem sollten wir auch immer darauf achten, dass wir unser Schild aktiv haben. Mit Stahlkäfig. So, Iron Fist könnte jetzt auch mal angreifen. Der Gegner hier ist schwach für unsere Angriffe. Wir können ja mal schauen. Herz des Shulao ist momentan nicht aktiv. Deswegen machen wir das nicht. Stattdessen heilen wir einfach mal. Und zwar Luke Cage. Der zieht ja immer noch alle Angriffe auf sich. Und darf auch gleich wieder in den Kontermodus gehen. Während wir mit Iron Fist, wir könnten uns groß heilen oder angreifen. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine große Heilung auf uns selbst. Also auf Iron Fist in dem Fall. 128 Gesundheit geheilt, wir sind wieder topfit, grandios. Der ist unsichtbar, den können wir nicht angreifen. Darum machen wir Phantomschlag auf ihn hier. Und dann greifen wir an mit dem Knaller. So, kostenloser Angriff, der hat nämlich seine Deckung aufgegeben. Sehr schön. Gegner ist verprügelt. Das könnten wir für uns nutzen. Stattdessen heilen wir uns aber mal. Und jetzt greifen wir mit Vision an. Ihr seht, das ist ein unbewaffneter Nahkampf. Entschuldigung. Ein unbewaffneter Nahkampfangriff. Das wollte ich sagen. Und der Gegner ist verprügelt. Wenn er verprügelt ist, machen unbewaffnete Nahkampfangriffe 25% mehr Schaden und sind schneller. Deswegen greifen wir jetzt einfach mal physisch an. Und erhöhen unseren Fernkampfschaden auch nochmal. Und hier machen wir Bonusschaden auf ihn, der auch noch schwach ist für unsere Angriffe, mit die eiserne Faust. So, wir sollten uns bald wieder Gedanken darüber machen, Luke Cage zu heilen. Aber zuerst prügeln wir mal normal drauf. Und dann sagen wir mit Luke Cage, Stahlkäfig. Denn Iron Fist ist danach dran und kann ihn erstmal ein kleines bisschen hochheilen, bevor er wieder groß heilen soll. Reduzierter Schaden macht uns gar nichts. Also der Angriff natürlich. Welle 3, was haben wir denn hier? Und sie sind zu dritt. Ich bin Mysterio, ein Meister der arkanen Künste. Es ist mir ein leichtes, meine Essenz von den Beschränkungen einer einzelnen Verkörperung zu lösen. Lassen Sie sich nicht von seinem Schauspiel blenden, Commander. Sie müssen herausfinden, welcher der echte ist. So, so, das werden wir auf jeden Fall tun. Wir heilen mal mit Chi-Heilung Luke Cage. 147 Gesundheit, starke Heilung. Statischer Schock. Wir greifen mal den ersten an. Ist im Prinzip egal, wen wir angreifen. Scharfschießen ist erhöht. Luke Cage soll auch mal bitte in den Kontermodus gehen. Damit er für jeden Angriff, den er kriegt, einen kostenlosen Gegenangriff macht. Und am besten alle Gegner, wann immer, verprügelt. So, Iron Fist ist zwar ein Klassenvorteil, aber dieser Iron Fist kann ich wirklich angreifen. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit, um uns zu heilen. Und dann prügeln wir mal drauf mit Knaller in deren Gesicht. Was haben wir hier? Phantomschlag. Ich würde mal sagen, wir machen mal Phantomschlag. So, haben Scharfschießen dazu bekommen. Und dann machen wir doch mal Meditieren auf Luke Cage. Denn er ist immerhin derjenige, der die meisten Schläge einsteckt. Für uns, für unser Team. Okay, während die ein bisschen rumgifterisieren, das macht uns aber nichts aus. Wir ziehen wieder mit Stahlkäfig die Schläge auf uns. Und dann würde ich sagen, lassen wir Iron Fist nochmal heilen. Ich hätte mir ja gewünscht, dass dieser Iron Fist ein bisschen offensiver ist. Die kleine Heilung hätte schon gereicht. Aber gut, jetzt können wir angreifen. Wir nutzen die Chance und verpassen ihm die eiserne Faust.
Einer weniger. Sehr schön. So, dann machen wir doch mal hier. Augenstrahlen. Zack. Bonusschaden, weil wir Scharfschießen aktiv hatten. Und wir aktivieren Greif mich an. Damit wir auch weiterhin schön kontern können. Und dann zeigen wir ihm gleich mal, was für ein Knaller unsere Angriffskraft ist. Zack. So, ihr seht schon, wie wichtig so ein Tank ist. Luke Cage ist ein offensiver Tank, denn er kann sich nicht selbst heilen, dafür aber umso heftiger kontern bzw. angreifen. So, Iron Fist heilt einmal, Iron Fist heilt ein zweites Mal. Und Luke Cage hat wieder volle Gesundheit. So, wenn das so weitergeht, komm, Luke Cage darf den verprügeln. Wir greifen mal hier an. Und dann würde ich sagen, wir ziehen wieder mit Stahlkäfig unsere die Schläge des Gegners auf uns. Reduzierter Schaden, denn wir haben volle Lebenspunkte und wir haben Stahlkäfig aktiviert. Wir heilen nochmal Luke Cage. So, The Vision ist dran. Greift auch diesmal nicht an, denn er muss sich fokussieren. Wir hatten leider keine Energie mehr, um anzugreifen. Und Luke Cage darf auch weiterhin Greif mich an aktiv haben. Denn B attackiert uns und sorgt schon selbst dafür, dass wir ihn wegpusten. So, Iron Fist, heil mal. Ich würde mal sagen, heile den guten Vision. Der macht durcheinander und allfällig auf uns, aber damit kommen wir klar. So, Luke Cage, zeig dir doch mal den wahren Knaller. Zack, wann immer er kann. Und das war's. Wir haben Mysterio besiegt. Schall und Rauch ist die Aufgabe, die wir erfüllt haben. Und Vision ist Stufe 2. Grandios. Wir kriegen viele, viele, viele Gegenstände. Machen mal weiter und laden Raj Pavan gerne ein, denn wir möchten möglichst viele Verbündete. Prügler scheuen vor keinem Kampf zurück. Sie sind strapazierfähig. Ach ja, gut. Gut gemacht, Commander. Sie haben die Mysterio Bots besiegt und damit eine Aufgabe erfüllt. Der Abschluss jeder Aufgabe wird mit einer Belohnung prämiert, die sie bei ihren Missionen unterstützt. Holen Sie Ihre Belohnung jetzt ab. So, wir kriegen jetzt beigebracht, wie wir bei erfüllten Aufgaben Belohnungen abholen. Die beanspruchen wir gleich für uns. Besiege Mysterio in Mission 2. Dreimal, wir haben dreimal Mysterio besiegt. Dreimal in einem Kampf. Sehr schön. Dann tägliche Aufgaben, Mini-Super-Schurkerei, besiege Schurken-Mini-Bosse. Wir haben gerade einen Schurken-Mini-Boss zwar besiegt, aber es hat hier nicht gezählt. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass man nur einmal am Tag einen Schurken-Mini-Boss besiegen kann, also dann, dass sich das Ganze über zwei Tage zieht. Wenn ja, dann würde mir das alles zukünftig viel, also sehr vereinfachen. Deswegen, ich glaube, also ich dachte, ich kann an einem Tag zwei Schurken-Minibosse besiegen. Aber wie es aussieht, kann ich pro Tag nur einen Schurken-Miniboss besiegen. Das ist gut, das macht mir alles zukünftig viel einfacher. Wenn ich sage viel einfacher, meine ich damit, was die Aufnahmen angeht. Denn ihr wisst ja, pro Aufnahme mache ich normalerweise nur einen Miniboss, beziehungsweise nur einen Endboss. So, wir gehen mal kurz in den Laden, aktivieren außerdem diese Zelle, die wir eben bekommen haben und schauen mal, was das für eine Fähigkeit ist. Eine doppelte Fähigkeit, deswegen kriegen wir 50 Fertigkeitspunkte. Sehr schön. Wir gehen zurück, starten mal die nächste Mission und ihr seht, die Gegner haben sehr, sehr viel von allem mit dabei. Vor allem haben die Gegner aber einen Prügler. Prügler sind sehr, sehr nervig. Die möchte ich am liebsten immer ganz schnell wegpusten. Deswegen nehmen wir hier Hawkeye mit. Und wir schauen mal, ob es Helden gibt, die wir noch nicht gesehen haben. Hier haben wir Commander Venom 44. Ich glaube, den lade ich mal ein. Wer auch sehr, sehr praktisch ist, ist der gute Moonlight. Aber den haben wir schon mal gesehen. Ich glaube, wir nehmen doch mal ihn hier mit. Vielleicht kann ich ja mal einen anderen
einen anderen Iron Fist zeigen, einen mit anderen Skills, denn er ist gut gegen Infiltratoren. Ja, komm, wir nehmen einfach mal dieses Team und starten in dieses Match. Alter Schwede, und jetzt seht ihr, das nenne ich aber unheimlich mächtig. Deswegen möchte ich solche Leute immer loswerden, vor allem die hier. Denn nicht, dass er Klassenvorteil hat, er kann auch noch seine Leute beschützen. Deswegen will ich ihn schnellstmöglich weghaben. Dieser Iron Fist ist ein wenig offensiver. Aber da der hier einen Klassenvorteil hat gegen Iron Fist, wechsle ich jetzt einfach mal aus und setze Division ein. Und Vision darf auch gleich mal Hallo sagen. Wir gehen mal hier zuerst auf den da, denn der beschützt sowieso alle anderen, wenn er nochmal dran ist. Darum möchte ich ihn loshaben. Außerdem betäuben wir ihn. Und ihr seht jetzt, warum Hawkeye so gut ist gegen solche Leute. Zum einen kann er sie betäuben, zum anderen macht er viel Schaden. Und ihr habt gesehen, weil ich Vision, ich habe vorhin Vision eingesetzt für Iron Fist. Und weil, wenn Iron Fist gestorben wäre und Vision wäre reingekommen, dann hätte es länger gedauert, bis Vision dran ist. Weil ich Iron Fist kontrolliert wollte ich sagen. Ich habe Iron Fist kontrolliert ausgewechselt und dafür Vision eingesetzt. Und dann war Vision viel schneller wieder dran. Also kontrolliert seine Charaktere zu wechseln, macht viel mehr Sinn, als sie sterben zu lassen. Nicht nur was die Erfahrungspunkte angeht, sondern auch was das taktische Spielen angeht. Und ihr seht, darum will ich einen Infiltrator dabei haben, denn die hier heilen auch noch zusätzlich alle. Wir greifen mal an mit Luke Cage auf den da. Zack, sehr schön, großer Schaden. Und dann schießen wir mal hier drauf. Und das war's für ihn, grandios. So, Hawkeye darf den mal angreifen mit Gas. Obwohl der Gegner im Klassenvorteil ist, ist es nicht schlimm, denn die sind meistens eh nur am Heilen. Die greifen selten an und wenn sie angreifen, greifen sie ja jetzt Luke Cage an. So, der ist schwach für den Angriff von Vision. Und der greift Vision an, das ist schade. Greifen wir mal normal an, mit Gas wieder. Und dann sagen wir Luke Cage, er soll wieder beschützen mit Stahlkäfig. So, dann darf Vision mal mit Augenstrahlen angreifen. Zack. Okay, hat nicht so viel Schaden gemacht. Ich hätte vielleicht nochmal normal angreifen sollen. Hier ist nochmal ein resistenter Angriff. Gegner stolpert, das ist gut. Und Luke Cage darf bitte mal in den Kontermodus gehen. Damit, wenn er angreift, einen schönen Konter an sein Gesicht bekommt. Auf diese Weise reduzieren wir die Heilung, die diese Gegner erhalten, ein wenig. Also wir wirken quasi gegen. Gegner ist verprügelt, wir prügeln drauf mit dem Knaller. Das war's für ihn. Und dann sagen wir Hawkeye, er soll mal normal angreifen. Und genau das macht Vision auch, einen normalen Angriff in sein Gesicht. So, Phantomstrahlen sollten jetzt wieder ein bisschen stärker sein. Jawohl, weil wir vorhin unseren Fernkampfschaden verstärkt haben. Welle 2 ist da. Was für ein übertriebener Schaden. Das sind Mechaniker. Mechaniker sind Aufmischer. Wir betäuben den auf jeden Fall mal. Denn ich möchte nicht, dass der nochmal irgendeinen weiteren Angriff macht. Dann werden wir hier auf den angreifen. Und Luke Cage wechseln wir aus gegen Iron Fist. Und Iron Fist ist noch gleich dran. Außenbleche mit 25% durch freie Angriffe. Okay, gut. Ich würde mal sagen, mal schauen, was wir hier machen können. Wir machen mal das da. Ein ziemlich cooler Kick. Der Gegner ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann greifen wir mit Hawkeye an. Und der ist besiegt. Grandios. So, Vision ist wieder dran. Der Gegner ist schwach für die Angriffe von Vision. Und wir könnten ihn jetzt wegpusten. Und ich würde sagen, genau das machen wir auch. Denn das hier generiert sogar Geist. Das ist super. Und bringen die Gegner aus dem Gleichgewicht. Prügeln ihn sogar weg. Ihr seht,
Dieser Commander hatte einen offensiveren Iron Fist. Das finde ich persönlich sehr super. Und dann greifen wir mal A an. Nein, sie haben Hawkeye vermöbelt. Und ihr merkt, die Gegner sind tatsächlich ziemlich übel. Die schrecken nicht davor zurück, zweimal einen unserer Charaktere anzugreifen, der gerade dabei ist, zu sterben. Also unterschätzt die Gegner nicht, die haben es echt drauf. Wir gehen nochmal in den Stahlkäfig. Und dann greifen wir an mit aufsteigender Drachentritt. Der ist aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dann machen wir Phantomschlag. Okay, der greift alle an. Und der heilt. Gut, aber Luke Cage sollte in der Lage sein, den wegzuprügeln. Sehr schön. Iron Fist soll bitte mal wieder aufsteigender Drachentritt machen. Und dann schießen wir ihm genau zwischen die Augen. So, dann heilen wir den guten Luke Cage so gut wie wir können. Denn er ist momentan unser einziger Tank. Und dementsprechend wichtig. Luke Cage ist so selten dran, weil unsere aktuelle Skill-Kombination, ihr seht's, das ist zwar schnell, aber der andere Angriff ist halt eben sehr, sehr langsam. So, das hat er schon. Wir heilen nochmal Luke Cage. Und müssen jetzt leider noch einmal einen Angriff hinnehmen. Ich glaube, ich werde die Angriffe von Luke Cage oder die Skills von ihm wieder ein bisschen ändern. Ich wollte sie einfach mal zeigen und ausprobieren in dieser Episode. Wir gehen natürlich wieder in den Kontermodus. Und ihr merkt schon, welche Skills man welchen Charakteren anlegt, ist ganz, ganz wichtig. Vor allem auch, in welchem Team diese Skills da mit dem entsprechenden Charakter benutzt werden. So, okay, wir müssen leider ein bisschen aussetzen. Denn wir haben alles verplempert gerade. Und jetzt, wir können doch nicht mehr angreifen. Heil natürlich wieder Luke Cage hoch. Das ist das Beste, was wir an der Stelle machen können. Der hat Klassenvorteil. Aber jetzt sollte es das für ihn gewesen sein. Perfekt. Und das war's. Sieg auf der ganzen Linie. Der langersehnte Levelaufstieg für Luke Cage. Wir machen weiter und laden auch Venom 44 ein. Denn Venom 44 hatte einen sehr interessanten Iron Fist. Ich habe hier wieder Mysterio und ich bin sicher, dieser hier ist das Original. Er trifft sich mit ein paar Lieferanten von AIM. Wenn wir ihn schnappen wollen, dürfen wir nicht zulassen, dass er wieder seine Schall- und Rauchtricks vollführt. Ich habe herumtelefoniert und ich denke, ich habe da genau den richtigen. Iron Fist, so ein Zufall. Ich helfe doch immer gerne, Agenten. Wenn ich mein Chi korrekt konzentriere, kann ich meine Sinne bis zu einem bestimmten Grad schärfen. Hoffentlich reicht das aus, um Mysterios Lasershow zu entkräften. Das hoffen wir auch. Wir gehen aber zuerst einmal in den Laden. Denn hier haben wir wieder ein paar Energiezellen zu benutzen. So, die eine und die andere. Dann gehen wir zurück. Nein, stopp. Wir gehen zu unseren Helden. Und dann werde ich einfach mal Luke Cages Fähigkeiten ein wenig bearbeiten. Ich nehme hier gern nochmal das hier. Denn ich fand das ziemlich cool, wenn der Gegner plattfüßig ist, dass wir eben einen weiteren Angriff provozieren. Außerdem möchte ich das gern nochmal hiermit ersetzen. Denn das macht direkt Schaden. Und außerdem kriegen wir trotzdem Schutz. So, vielleicht könnte ich ja mal das hier wegmachen und Stunne nehmen, dass wir vielleicht die Gegner betäuben können. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Probieren wir das einfach mal. Es macht zwar nicht ganz so viel Schaden oder Abklingzeit, aber das ist ganz in Ordnung. So ab und zu mal ein Gegner stunnen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, Vision können wir auch gerade mal schauen, was der so für Fähigkeiten hat. Nein, da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin.
Da haben wir noch nichts Neues gelernt. Okay, gut. So, dann starten wir mal den Bosskampf gegen Mysterio. Ihr seht, Iron Fist ist relevant. Wir müssen die mit dabei haben. Es ist sogar sehr praktisch hier. Und außerdem sollten wir einen Infiltrator mitnehmen. Das machen wir auch. Wir haben ja zum Glück Vision. Und damit sind wir für die meisten Gegner hier gewappnet. Luke Cage ist natürlich wieder unser Tank und der hat noch keine Nachteile hier. Darum starten wir den Kampf. 132 Energie haben wir, 10 kostet es. Auf geht's. 4 Wellen. Da können wir uns auf was gefasst machen. Das große Finale hier in diesem Kapitel. Und ihr merkt schon, die ganzen Unterstützer, die sich gegenseitig helfen, natürlich prügeln wir die jetzt zuerst aus den Socken. Ich glaube, dieser Iron Fist hier, genau, ist standardmäßig ausgerüstet, weil er uns vorgeschlagen wurde. Kunde und Combo ist sehr, sehr, sehr effektiv, verprügelt ein Ziel und das will ich haben. Der Gegner ist verprügelt, jetzt seht ihr die Synergie mit Luke Cage. Denn wenn der Gegner verprügelt ist, machen unbewaffnete Nahkampfangriffe 25% mehr Schaden. Und das ist ein unbewaffneter Nahkampfangriff. Außerdem beschützen wir unsere Leute. Und ihr seht, diese offensive Luke Cage gefällt mir viel besser. So hatten wir ihn in Erinnerung, so möchte ich ihn auch weiterhin nutzen. Wir könnten zwar heilen, das mache ich aber nicht. Wir benutzen den Bonusschaden von Herz des Shulao, um den Gegner wegzuprügeln. So, Luke Cage ist im Schutzmodus. Wir gehen natürlich wieder in den Greif-mich-an-Modus. Außerdem seht ihr gerade, bei Iron Fist stand gerade Herz des Shulao. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult kurz mal zurück. Und ihr seht jetzt hier, wenn wir auf Iron Fist schauen, der hat gerade den Buff Herz des Shulao. Sein nächster Angriff ist um 40% erhöht. Und das heißt, jetzt könnten wir zwar heilen, es bietet sich aber an, diese Runde für einen Angriff zu benutzen. Und das machen wir auch. Wir greifen nämlich damit an. Macht 220 Schaden, würde auch 50% mehr Schaden machen, wenn der Gegner einen taktischen Debuff hat. Hat er leider nicht. Und damit es sich richtig lohnt, greifen wir hiermit an. Die eiserne Faust wegen Herz des Shulao machen wir so viel Schaden, dass der Gegner fast gestorben wäre. Aber er heilt sich noch. Gut. Wir greifen mit Straßenweisheiten an, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Betäuben bringt hier eh nicht viel. Da haben wir nur einen Gegner, den betäuben wir, um das Ganze mal zu testen. Und ihr seht, der Gegner wurde hinter uns geschoben, weil er betäubt ist. Das eröffnet uns die Möglichkeit, mit Iron Fist anzugreifen und auch gleich wieder mit Vision anzugreifen. Und weil der Gegner ja betäubt ist, dürfen wir gleich wieder mit Iron Fist angreifen, Kunde und Combo. Und das war's für ihn. Welle 3 besteht wieder aus 2 Gegnern, aber alle beide sind schwach für die Angriffe von Vision. Darum suchen wir uns gleich mal einen aus, den wir angreifen werden. Gegner ist verprügelt, wir greifen damit an und lassen Luke Cage wieder im Kontermodus bleiben, damit jeder Angriff, den er bekommt, gekontert wird. Der Gegner ist verprügelt, das ist sehr schön. Und jetzt seht ihr das Ganze mal. Der Gegner wurde eben von Luke Cage verprügelt. Verprügelt bedeutet, das ist ein taktischer Debuff und der Gegner kriegt 25% mehr Schaden von unbewaffneten Nahkampfangriffen. So, Herz des Shulao ist hier zwar leider nicht aktiv gerade, aber die eiserne Faust ist ein unbewaffneter Nahkampfangriff und außerdem macht es 50% mehr Schaden, wenn der Gegner einen taktischen Debuff hat. Das trifft auf diesen Gegner zu, das heißt, wir machen 25% mehr Schaden, weil er verprügelt ist und wir machen 50% mehr Schaden, weil der Gegner einen taktischen Debuff hat und damit machen wir jetzt BÄM! Das war's für ihn. So, Luke Cage soll hier einfach mal Straßenweisheiten aktivieren, um weiterhin den Schutz aufrechtzuerhalten. Und hier ist der Bosskampf, Mysterio. Wo ist Dr. Octopus? Wenn ich es dir sagen würde, wäre die Überraschung verdorben. Die Wendungen, die Spannung. Um der Geschichte gerecht zu werden, musst du dem Handlungsbogen folgen.
werden wir werden ja sehen, was du von Wendungen und Spannung hältst, wenn ich meine Faust durch deine Kuppel ramme. Ganz genau, diese hässliche Käseglocke. Wir kriegen erst einmal einen kostenlosen Angriff. Und ihr seht, dieser Mysterio ist zwar alleine, aber dafür stärker. Erst einmal aktivieren wir den Kontermodus, greifen an mit Vision, um unseren Fernkampfangriffe zu erhöhen. Und dann zeigen wir mal Kunlun Combo, denn er ist schwach gegenüber den Angriffen von Iron Fist. So, das war nicht so schlau von ihm, denn wir kontern. Und weil der Gegner verprügelt ist, machen wir mehr Schaden. Außerdem werden wir ihn mal kurz stunnen. Auf diese Weise rutscht er nach hinten und Iron Fist kann zeigen, was er drauf hat. Ist eigentlich, habe ich gerade gar nicht gesehen, Herzschulau aktiv. Nein, Herzschulau ist nicht aktiv. Darum greifen wir an. Nein, wir greifen nicht an, wir heilen mal. Nämlich Luke Cage. So, und dann zeigen wir ihm mal, was wir drauf haben mit unseren Augenstrahlen. Sehr schön. Gegner greift an. Wir kontern natürlich. Gegner ist wieder verprügelt. So will ich das haben. Und, huch, nein, ich wollte nicht wechseln. Wir werden hier an der Stelle wieder heilen. So, der gute Luke Cage soll auch weiterhin kontern. Denn mehr können wir eh nicht tun an der Stelle. Der Schutz hat nachgelassen, dafür darf er jemand anderen angreifen. Er hat Iron Fist angegriffen. Wir heilen Luke Cage. Denn Luke Cage blutet ja leider. Und dafür müssen wir immer gegenwirken. Und natürlich soll er weiterhin trotzdem den ganzen Schaden auf sich ziehen. Denn wenn wir schon einen Heiler mit dabei haben, kann Luke Cage auch ordentlich... Achso, hier. Ne, das macht uns schwächer anscheinend. Deswegen konnten wir eben auch nicht angreifen. So, Augenstrahlen in sein Gesicht. Zack, ist nicht so stark. Diesmal, komm, wir gehen jetzt mal voll auf Angriff. Ist auch völlig egal jetzt. Der Gegner ist verprügelt. Wir betäuben ihn mal. Und er rutscht ein bisschen nach hinten. Dann verpassen wir ihm die eiserne Faust. Sehr schön. Er ist zwar ausgewichen. Wir haben weniger Schaden gemacht. Aber es war trotzdem noch recht viel. Physischer Nahkampfangriff in sein Gesicht. Der Kampf zieht sich ziemlich lange. Das liegt aber auch daran, beziehungsweise die Folge ist auch ziemlich lang. Das liegt daran, dass ich hier eben möglichst viel zeigen will. Und das gelingt mir, so wie es aussieht. Wir greifen hier nochmal an. Gegner weicht aus, dafür ist Schutz aktiv. Und dann machen wir Augenstrahlen in sein Gesicht. Und jetzt der Konter, das sollte es gewesen sein. Nein, er ist immer noch ausgewichen. Aber jetzt, die eiserne Faust, frisst das. Das gibt's ja nicht. Wie oft weicht er denn noch aus? Kostenloser Angriff. Aber jetzt. Wir haben Mysterio geschlagen. So, ich muss sagen, ganz ehrlich, bei meiner letzten Aufnahme, bevor das abgestürzt ist, ging das tatsächlich viel, viel, viel einfacher. Aber gut, wir haben es geschafft. Und wir bestätigen das Ganze. Wir laden auch Edwin Jarvis ein. Und jetzt, nachdem wir diese Mission abgeschlossen haben, dürfen wir wieder am Rad drehen. Das kann ich, wie ihr wisst, besonders gut. Und deshalb hoffen wir mal wieder auf den goldenen Kanister. $1000 Silber, immerhin. Wir machen weiter. Mysterio hat versucht, links den Abgang zu machen. Ich habe ihn dazu überredet, bis zum Ende zu bleiben. Grandios. Wir haben Mission 2 abgeschlossen. Mission 3 macht Platz für das Angriffshorn. Megafauna ist in New York seit der jüngeren Dryas-Zeit ausgestorben. Jetzt plant sie eine Wiederkehr. Okay, interessant. Mögliche Belohnung hier wäre eine Fähigkeit für Luke Cage. Die haben wir schon. Aber was es damit auf sich hat, werden wir erst in der nächsten Folge wiedersehen. Diese Episode hat... für die Verhältnisse dieses Let's Plays Überlänge. Zusätzlich ist es noch die zweite Folge am heutigen Tag.
Also, das nenne ich mal Marvel Avengers Alliance 2 Action. Aber ich wollte an diesen Punkt kommen, denn die nächste Mission ist für mich Blind. Ja, bis hierhin hatte ich schon mal aufgenommen, danach ist die Mission bzw. die Aufnahme abgestürzt. Ab der nächsten Mission geht es für uns komplett Blind weiter. Ihr wisst, ladet mich hier ein, das ist noch einmal der Aufruf, hier ist mein Verbündetencode, der steht auch immer in der Videobeschreibung unten drin. Ich werde euch annehmen, bevorzugt gegenüber von Randoms. Außerdem, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Und in der nächsten Episode werden wir die nächste Mission starten. Das nächste, nicht Kapitel, sondern die nächste Mission starten, ganz genau. Und dann auch die weiteren täglichen Aufgaben erfüllen. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich darf ich euch in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Ich würde mich freuen. Euer Commander Karadrik. Bis dann. Tschüss.